The winner is Nadine Kessler. Es ging durch die ganze Welt. Es war wirklich ja, einfach unfassbar, was für eine mediale Aufmerksamkeit daraus entstanden ist. Dadurch wurde ich sehr viel bekannter. Das war wirklich spürbar in jeglicher Hinsicht. Ich finde das echt eine spannende Nominierung. Alle haben wirklich ein sehr gutes Turnier gespielt und waren unglaublich wichtig für ihre Teams oder sind es und das auch über Jahre. Celia gewinnt die Torschützenliste, Carly Lloyd, ja, unfassbares WM-Finale, unfassbar gute Spiele. Auch Mia Mart, eine entscheidende Rolle bei Japan gespielt. Also dementsprechend alles absolut herausragende Fußballerin. Wenn du Kapitänin vom Weltmeister bist, hast eine überragende WM gespielt, unfassbare Tore geschossen, dann glaube ich, ist für mich ganz klar, dass Carly Lloyd auch der Favorit ist und natürlich auch eine verdiente Siegerin wäre. Der japanische Nationaltrainer, Wahnsinn, wo er mit seinem Team immer wieder hingelangt. Mark Sampson hingegen hat England ein komplett neues Gesicht gegeben, ein neues Auftreten, wirklich dynamisch, aggressiv, was man ja von den Engländern kennt, aber auch wirklich gute technische und taktische Ausbildung seiner Mannschaft. Und Jill Ellis persönlich finde es auch wirklich ähnlich wie bei Carly Lloyd einfach ganz groß, wenn man sich vorstellt, was für einen Druck auch sie hatte. Letztlich hat sie die Geschichte da mitgeschrieben und auch die Fäden im Hintergrund gezogen und das Bestmögliche aus jeder eigenen Spielerin rausgeholt.